Willkommen zurück bei Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir gekommen und wir haben die Stadt für alle Leute getroffen. Wir müssen langsam den Leuten Geschenk machen. Genau. Wetter, sonnig, Zukunft. Das Beste. Und wir haben alle Leute getroffen. Wir sind hier an der Farm. Oh, schon fertig. Yay! Können wir heute verkaufen? Oh, ein Spezial. Die Hälfte von denen. Die Hälfte. Jetzt habe ich die Hälfte. So, die Hälfte verkaufen wir jetzt, die Hälfte verkaufen wir später. Mal kurz den Briefkasten gucken, was sagt er uns. An alle Käufer des Jojamark. Unser Team wollen gerne die Landmasten. Also unsere Teammitglieder haben aufgrund eines vom Erdrutsch verursachten etwas, was durch den Erdrutsch verursacht wurde, entfernt. Von unserer Bohrungsarbeiten, die während der Bohrungsarbeiten stattgefunden haben, nahe des Sees am Berg. Wir wollten ihnen mitteilen, dass unsere Bauarbeiten nun erlaubt sind. Das ist sozusagen die Quelle. Die Nachhaltigkeit des des Landes ist uns sehr wichtig. Wir entschuldigen uns für die Umstände, die wir ihnen bereitet haben. Wir hoffen, dass wir weiterhin auf ihre Unterstützung und Hilfen weiterhin besitzen dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Maurits. Okay. Vielen Dank. So, gut. Also hier sind ein paar Sachen gepflanzt, die dauern ein paar Tage. So. Genau, wir müssen jetzt... wo müssten wir jetzt? Upsala. Bushaltestelle? Nein. Marnie's Ranch. Wir müssen jetzt nach Pier gehen. Pierre. Nicht Pier, sondern Pierre. Genau, ist ja 9 Uhr gleich, bis wir dort sind. Ah, da. Luis. Oh, hi du. Was ist los? Siehst du diese Augenweide? Ja. Das ist das Community Center, wie heißt das Wort jetzt? Das ist vom Pelikan Town, Gesellschaftscenter. Oder was davon jetzt noch übrig ist, würde ich sagen. Wir hatten es früher mit Freude und Tatendrang gehabt für
für unsere Stadt. Aber nun ist ihre besten Zeiten gekommen. Nun, schau an, was übrig ist. Es ist wirklich schandhaft. Diese Tage, wo wo das junge Volk nur noch vor dem Fernseher sitzt und fern von der Gemeinschaftscenter, so bleibt, genau, Community Center, Gemeinschaftscenter. Aber hör mir zu, es hört sich vielleicht an wie hört sich an vielleicht wie einen alten Typen, aber die Yoya Corporation hat mit mir gesprochen und möchte es kaufen, möchte das Land hier kaufen und es in ein Warenhaus umwandeln. Pelikanstadt könnte das Geld gebrauchen, aber wir müssten es stoppen, indem wir es kaufen. Aber meine alten Zeiten erlauben mir es nicht. Wir dürfen es nicht zulassen aus alten Zeiten, weil es ein altes Relikt aus alten Zeiten ist. Du verstehst mich nicht. Nun, wenn irgendjemand etwas gegen die Käfer aus dem Julia-Markt, irgendwelche Leute außer diese Käfer aus dem Julia-Markt Mitglied werden würde, könntest du das hier stoppen und kaufen? Hm? Hier, komm, geh mir mal rein. Das ist wirklich schön. Also, kein Warenhaus brauchen wir nicht. Wir haben einen Markt. Sicher ist es recht schön. Was ist das? Vincent und Jess müssen es hier gelassen haben. Das Ort ist ja sehr viel heruntergekommen, als ich gedacht habe. Oh, was ist das denn? Notice me, beachte mich. Nee. Was? Weg ist es. Was war das? Hast du es auch mitbekommen oder bin ich krank? Du hast es auch gesehen, hm? Es ist nicht überraschend, dass an so etwas, in so einem Ort, nassen voll Ratten sich aufhalten. Notice me, hallo. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ja. Du hast mich erschrocken. Hey, ich mich doch auch. Schau. Wir sollten nach Hause gehen und etwas essen. Ich lasse diesen Ort unverschlossen von nun an. Vielleicht kannst du mir helfen, diese Ratten oder sowas, was auch immer das war, fernzuhalten, wenn du ein bisschen Zeit hast. Da ist auch noch was. Fremder! Du bist zurückgekommen, um dieses Gebäude erneut zu untersuchen. Ja. Nein. Ein alter Tresor, da könnten wir unser Geld reinpacken. Hier kann man nichts anklicken. Ist ja erstmal in Ordnung. Warum blinkelt das so? Achso, Rattenproblem. Untersuche das Community Center, die Gemeinschaftscenter. Erreiche Stufe 1 und baue eine Vogelscheuche. Baue ein Coop. Yay, wir sind. Okay, das können wir machen. Und. Okay, also wir müssen erstmal ein bisschen Geld zusammenbekommen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Wir können ja bis zum Abend warten.
bis zum Einpflanzen. Na gut, bis zum Abend jetzt nicht, sonst können wir nicht mehr einkaufen, aber. Verdirbt ja nicht, oder? Nee. Mülleimer. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas gefunden, aber was? Müsste mir mal Louis von erzählen. Heute braucht keine Hilfe. Nee. Louis hat am 7. Geburtstag. Business hat, Wirtschaft hat ein, hat sich ein wenig geändert, seitdem Joja in dem Markt ist. Es ist hart hier noch zu überleben, bei dieser Auswahl. Hallo, Abigail. Wow, es ist wirklich schon Freitag. Ja, stimmt. Vielleicht werde ich heute ein bisschen Zeit verbringen. Ja, du hast ein bisschen Zeit. Dann haben wir wieder genauso viel wie vorher. Ja, ach man. Ich bin nicht rangekommen, Mann. Verluste gemacht. Na, Harley? Das ist für mich. Danke. Na klar. Gut, jetzt haben wir noch nicht ganz so viel. Das Essen beim Joja schmeckt vielleicht nicht, aber für mein, aber ist nicht vielleicht das gesündeste für meine Familie, aber es hat niedrige Preise. Und wo findet man sonst einen Shop wie diesen? Keine Ahnung. Gut, dann gehe ich mein ganzes Geld eben dafür aus, aber ich gebe ein weniger als vorher. Ich wollte mal eben mit dir sprechen. Ja, ich kümmere mich schon drum. Ich lasse es schon nicht runterkommen. Ja, runterkommen, so. Yay, der macht so einen Backflip oder so. Kickflip. Ja, die alle ignorieren mich heute samt. Lea ist heute nicht da. Frag mich, wo sie sich rumtreibt. Hallo, hallo. Du kannst.
kannst mich im Saloon abends antreffen. Nicht schlecht. Ja, den Weg nach da müssen wir uns auch noch ebnen, oder? Ja. Also Platz haben wir eigentlich. Gut, es ist schon an sich ein bisschen begrenzt, aber... Das war ein Pflanzen, würde ich sagen, oder? Das überhaupt, frage ich mich immer noch. Was immer es ist, ist es kaputt. Das hier? Naja. Gut, gucken wir mal rein, was das ist. Irgendeine Höhle. Das ist wieder so ein komisches Zeichen. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht so ein Ort, wo man dann wo man irgendwas reinpacken kann, damit es länger hält. Irgendwie. Nee, kein Kühlschrank. Wenn ich nicht meine. Irgendwo eine Jahreszeiten-Ruine. Immer nur meine Vermutung. Ja. Okay, Kleingewinn haben wir gemacht. Mit zwei Stück mehr kaufen konnten. Na gut, konnten wir mehr kaufen, weil... Okay, gut, danke. Weil wir ja nur die Hälfte verkauft hatten. Wir haben das Doppelte. Jetzt haben wir diese teure Blume verschenkt. Naja. Nicht so schlimm. Ja. Das war das, was wir zuletzt verkauft hatten. Genau. Frag mich echt, was das ist. Naja. Wir haben hier angebaut. Die wachsen schon langsam, hoffe ich mal. Können wir hier ein bisschen schon mal aufräumen, weil wir eh heute nichts mehr machen wollen. Bauen wir hier die Bäume hin, ey. Ich glaube nicht echt, was das darstellen soll, ne? Ja. Stein und Kohle, naja. Okay, man muss das mit der Sense bearbeiten. Okay, jetzt haben wir hier wieder vier Stück. Eins, zwei. 3, 4 und sonst haben wir nichts, okay. Können wir irgendwas Gutes machen? Weil dann brauchen wir nicht Felsneck, brauchen wir irgendwie so ein Pfad, Holzpfad, bräuchte man Holz, aber beides begrenzt, das möchte ich nicht ausgeben. Eigentlich so ein Lagerfeuer wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Nee, ich weiß nicht. Gut, also. Warte mal, wo war das noch mal gleich? Da waren wir noch nicht drin. Tierstore oder Saloon.
Dann bist du uns auch irgendwo mal hinbegeben. Da waren wir noch nicht, okay. Gucken wir uns mal um heute. Noch ein bisschen. Ein bisschen Pflanze hätte da baum sollen. Naja, jetzt habe ich es hier gemacht. Ist noch nicht ganz geordnet. Ist aber nicht so schlimm. Macht man nicht, mache ich aber trotzdem. So. Abgeschlossen. Naja. Was wollte ich überhaupt machen? Bin Level 1, okay. Was fehlt mir noch? Naja, okay, gut, also. Wüsste jetzt nicht, was ich noch machen könnte in dieser Zeit. Könnte vielleicht meine letzte Energie aufwenden, um noch ein bisschen. Da ist irgendein Teich, naja. Um noch ein paar Steinchen zu hacken. War nur so, weil man es kann. Ach, eine Gerode. Energie habe ich noch ein bisschen. Kostet wahrscheinlich was, oder? Keine Ahnung. Bringen wir dann morgen mal zum Schmied. So, aber erstmal ist wieder 9 Uhr. So. Nachtfeuerchen machen. Gut, jetzt haben wir wieder den Tag, glaube ich, durchgebracht, oder? Ja. Ganz gut. So, gut, dann haben wir das auch wieder hinbekommen. Gut, und dann werden wir es in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.